but a few forge their destiny. Medieval Total War. Activision und das Entwicklerteam Creative Assembly luden auf die malerische Burg Falkenstein, um dort ihr neuestes Werk zu präsentieren. Medieval Total War versetzt sie ins europäische Mittelalter. Als König eines Reichs müssen sie ihre Ländereien verwalten, Steuern eintreiben und Truppen ausheben. Nur dieser Teil des Spiels läuft rundenbasiert. Wenn am Ende einer Runde zwei oder mehrere verfeindete Armeen aufeinanderprallen, kommt es zur Schlacht in Echtzeit. Hier befehligen sie bis zu 10.000 Soldaten, die zu einzelnen Kompanien zusammengefasst sind. 3D-Terrain, Formationen und sogar das Wetter werden berücksichtigt. Rund 100 Truppenarten, vom einfachen Bauern bis hin zum Ritter der königlichen Garde, stürzen sich auf ihr Kommando in die Schlacht. Selbst Belagerungen mit Kriegsmaschinen sind möglich. In den Echtzeitschlachten stehen Ihnen 400 Kriegsschauplätze zur Auswahl. Sie können auch historische Schlachten nachspielen wie Agincourt oder Hastings. In den 20 historischen Kampagnen spielen Sie eine prominente Person wie Friedrich Barbarossa, Richard Löwenherz oder Jeanne d'Arc. And then we've got historical campaigns, so you can play as a historical general, so whether it's Friedrich Barbarossa or Richard Lionheart or Joan of Arc. The historical battles, we're able to make them quite accurate because the AI and the combat is quite realistic. Wir konnten die mittelalterlichen Schlachten sehr realistisch umsetzen. Berücksichtigt werden die Waffen, Rüstung und Erfahrung jedes Soldaten. So wie man es hier spielt, passierte es auch in der Wirklichkeit. Beispiel Agincourt. Die französischen Ritter preschten vor, aber wurden von der Infanterie und den Langbogenschützen der Engländer gestoppt. Shoot them from the flanks, and then as they start to turn and rout, you'll be able to chase them down.